Was ist der Sinn des Lebens? Das fragen sich viele Menschen im Laufe ihres Lebens, beziehungsweise was genau ist die Schöpfung? Wovon wird zum Beispiel in der Bibel geredet? Viele Fragen stellen sich dabei. Und ja, in dem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, was für mich die Schöpfung ist, beziehungsweise der Sinn des Lebens und was für mich da so wertvoll ist. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, in dem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, was für mich persönlich die Schöpfung ist. Als kleiner Naturbursche, der gerne so ein bisschen im Dreck wühlt, mit den Pflänzchen spielt und alles. Und für mich ist persönlich die Schöpfung solche kleinen Bäumchen. Das ist jetzt ein Avocadobaum zum Beispiel, der war unter einem großen Avocadobaum, der ist aus dem Kern rausgewachsen. Und das ist halt für mich zum Beispiel ja, wirklich sehr wertvoll, Bäume aus Kernen rauszuziehen, Stecklingsvermehrung, einfach Bäume pflanzen, Bäume pflegen. Und das ist wirklich für mich so eine schöne Art, das zu machen. Und ich kümmere mich auch gerne um dieses Bäumchen. Ich habe dann auch noch hier ein paar. Ich glaube, das ist sind zwei Orangen, die ich aus dem Kern gezogen habe. Davor waren hier noch Papayas mit drin, die sind recht schnell gewachsen, aber ich hatte die nicht in der Sonne, sondern bei mir in der Kabine im Schatten und haben sie angefangen, einen Geilwuchs zu machen. Also das heißt, ja, es kennen wahrscheinlich viele von euch aus der eigenen Kultur in Deutschland, wenn man jetzt zum Beispiel Chilis oder Paprikas vorzieht. Jetzt in der Zeit kann man das ja machen. Und die es dann zu dunkel und zu warm haben, dann fangen die an, in die Höhe zu schießen. Es ist halt einfach so, als ob der Keimling denkt, er wäre noch in der Erde, aber es ist warm genug, er braucht nur die nötige Energie, um außerhalb der Erde zu kommen. Deswegen wächst er ja in die Höhe und geht dann halt irgendwann ein. Deswegen ist es halt auch jetzt für euch zum Beispiel wichtig, wenn ihr vorzieht bei euch im Häuschen oder sowas, dass die wirklich mit den Lichtverhältnissen passen. Also in der Regel brauchen die halt für die Keimung 25 Grad, zum Beispiel Paprikas und Chilis, und sollten warm stehen halt, 25 Grad. Und wenn sie dann aufgegangen sind, dann sollte man die schon etwas kühler halten, entweder weiter bei den 25 Grad lassen, aber dann braucht man halt die entsprechenden LED-Lampen, dann wachsen die aber auch sehr schnell. Oder man tut sie zum Beispiel in einem Gewächshaus, 15 Grad, und da reichen in der Regel dann auch die Lichtverhältnisse. Da muss man ein bisschen rumexperimentieren und schauen. Also je mehr Licht, je mehr Wärme, desto mehr Licht brauchen sie natürlich, und umgekehrt dann bremst man so das Wachstum, dann bilden sie auch schöne starke Wurzeln und werden halt auch kompakte Pflanzen. Und ja, ich tue wirklich gerne Samen nehmen von Fruchtbäumen und da wirklich auch kleine Bäumchen ziehen. Bei mir habe ich zum Beispiel von hier aus im letzten Jahr eine kleine Guana-Banana-Pflanze rausgezogen. Jetzt werden sich einige Leute fragen, ist ja voll ineffizient und es dauert doch viel zu lange, und da kaufe ich mir doch lieber ein Bäumchen von der Baumschule, der veredelt ist und dann schneller wächst und mir Früchte gibt, weil zum Beispiel so ein Avocado-Baum aus dem Kern, der könnte dann schon ca. 15 bis 25 Jahre brauchen, bis der mal Früchte trägt, und dann sagen, das lohnt sich ja nicht, dann habe ich ja nichts davon. Und das ist genau für mich die Schöpfung oder der Sinn des Lebens. Nicht nur an sich selber zu denken, sondern an seine Kinder, an die weiteren Generationen. Bäume bessern den Boden auf, sammeln Stickstoff und bauen guten Humus auf durch Wurzeln. Sind gut für die Luft, frische Luft, und irgendwann haben dann deine Kinder, deine Enkelkinder oder andere Kinder erfreuen sich dann an diese Früchte, so wie wir. Ich meine, die Bäume, die wir jetzt haben, oft in Farmen, bei mir in der Permakultur, bei mir im Dorf, die riesigen Apfelbäume, die jedes Jahr Tonnen von Apfel geben, die wurden ja auch von irgendjemandem gepflanzt, 100 Jahre zuvor. Oder bei uns stehen zum Beispiel im Dorf Friedenseichen, die wurden zur Reichsgründung im 18. oder im 19. Jahrhundert wurden die gepflanzt, und die sind jetzt riesengroß. Und das ist einfach für mich die Schöpfung und auch der Sinn des Lebens. Einfach geben. Einfach geben. Und man hat ja schon genommen. Bekommt ja von seinen Ahnen, von seinen Vorfahren, die Bäume, die sie angesetzt haben. Von denen bekommt man ja die Früchte. Und das ist einfach so ein wunderschönes
Gefühlen und Erlebnissen und deswegen einfach noch mehr geben, noch mehr Bäume pflanzen. Auch aus Samen, aus Kernen, aus Stecklingsvermehrung, so viele Bäume wie möglich pflanzen. Das ist halt einfach meine Motivation und ich mache es auch wirklich richtig gerne, sich um die kleinen Stecklinge auch zu kümmern. Man sieht mal einfach, wie sie über Jahre hinweg wachsen, 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 so 5 Jahre hinweg und dann werden sie immer größer, größer. Man hat so viel Arbeit und Schweiß reingesteckt, gemulcht, gepflegt, sie vor Wetterbedingungen geschützt und irgendwann geben sie dann wunderbare Früchte und dann sagt man sich, diese Arbeit hat sich wirklich gelohnt und ein wirklich guter Freund hat mich darauf hingewiesen. Danke, Aintios. Er pflanzt auch schon so viele Bäume aus Kernen. Er hat auch schon große Avocado-Bäume vor zig Jahren gepflanzt, hat sie in seinen Garten gepackt und er macht immer weiter. Durian-Bäume hat er auch schon aus Kernen genommen. Alles Mögliche ihm zugesendet und er postet so viele Bilder auf Facebook und das ist wirklich auch so meine Motivation und ja, das einfach auch selbst zu machen, selbst Bäume zu pflanzen, sie in die Welt hinauszutragen und das ist einfach für mich der Sinn des Lebens, die Schöpfung und weil ich auch versucht habe, Papayas aus Samen ja, rauszuziehen oder großzuziehen, was mir nicht so ganz gelungen ist, sondern den Geilwuchs gekommen, wie ich erzählt habe. Und hier auf der Farm habe ich gestern zum Beispiel einen Papaya-Baum entdeckt und den zeige ich euch einfach mal. Tada! Das hier ist ein Papaya-Baum oder Papaya-Palme. Und wie gesagt, diese Bäume sind ganz besonders, also wie ihr hier sehen könnt, das ist eine besondere Art von Bäumen. Die haben halt schon halt haben keine richtige Rinde, wie ihr hier sehen könnt, und bilden auch keine Äste oder Zweige, sondern die bilden halt dann hier oben, haben sie ihr Laub und das sind jetzt grüne Papayas. Und das ist noch ein relativ kleiner Baum, also ich habe auch von anderen Freiwilligen gehört, dass die Papaya-Bäume noch ca. 2 Meter groß werden und die Früchte, wenn sie reif sind, riesengroß werden. Und das ist so ein kleiner, schöner Papaya-Baum, der hier so steht. Daneben an ist noch einer. Ein zweiter, den habe ich jetzt auch gerade erst gesehen und das ist halt wirklich so eine kleine Mischkultur, weil das halt hier, ja, hier ist der Moringa-Baum, dahinter ist der Avocado-Baum und das da ist eine Granatapfelsorte aus Costa Rica. Da könnt ihr zum Beispiel eine Frucht sehen und die ist richtig süß, also so richtig süß. Das ist kein Vergleich zu unseren roten Granatäpfeln aus Spanien, Italien oder wie ich sie in meinem Schrebergarten habe. Also das ist also richtig schön süß und wie gesagt, damit möchte ich es auch belassen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und auch gerne könnt ihr einen Kommentar hinterlassen, wie es euch so geht, was ihr so im Garten macht. Würde mich sehr freuen. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr auch kein Video verpasst, wenn ich so weiter meine Gedanken mit euch preisgeben möchte und natürlich auch so die schönen Bilder und Aufnahmen von der Natur mit euch teilen möchte. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.